Leute, mein Name ist Martin Müller und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist der gute Franz Zockt. Immer noch, hey. Und ja, ich begrüße euch zu Tag 1 von meiner Videoserie, von meiner Vlog-Videoserie. Heute sind wir hier am Fachbesuchertag. Heute kommt also nur derjenige rein, der eine Website hat, also jeder. Oder einen YouTube-Kanal, also jeder. Oder einen Blog, also jeder. Und alle anderen, die sonst irgendwo sich im Internet bewegen und wollten, die kommen hier alle heute rein. Und es ist aber noch nicht der eigentliche Tag, der kommt nämlich erst morgen. Heute geht es also noch ein bisschen ruhiger vonstatten. Mal sehen, wen und was wir hier alles so treffen. Und ja, bis gleich. Assassin's Creed Stars hier auch am Start. Richtig geil, richtig geil. Wenn man hier alles so trifft auf der Gamescom. Alter, wir sind jetzt hier gerade rausgegangen. Zum ersten Mal überhaupt heute. Es lohnt nicht. Es ist viel zu warm. Wir haben gerade Kartenslots, Timeslots bekommen für Oculus Rift und so ein Laufdingens. Da hat sich mal echt jemand einen Kopf drüber gemacht, weil wir haben Timeslots, 18 Uhr können wir da hin. Und das hat jeder gekriegt. Jeder hat also auf den Tag verteilt so eine Dinger gekriegt. Endlich deckt mal jemand nach und lässt die Leute nicht 15 Stunden da stehen. Sehr cool gemacht. Vorhin kam auch noch ein Wasserträger. Der hat uns gefragt, ob wir ein Wasser haben wollen. Da habe ich auch gedacht, ey, geil. Endlich denkt mal jemand mit, bei dem Wetter hier mal einen zu beauftragen, der dafür sorgt, dass die Leute hier nicht nach und nach abklappen. Also an die Gamescom oder an denjenigen, der das sich ausgedacht hat. Coole Sache. Meine Damen und Herren, Punch. Das wäre doch mal eine Location für mein Wohnzimmer, oder? So die News machen, so ein krasses Ding, das wär's. So, wir sitzen jetzt hier beim Essen, beim Frühstück quasi, denn wir haben alle noch nichts gegessen. Ich habe hier Folgendes, ja, hier, ich habe so ein komisches Pute-Ei-Sandwich und weil mir da zu wenig Pute drauf ist, hier, einfach ist nur Scheiße. Ja. Duplo. Duplo. Ja. Weil mir hier zu wenig Hähnchen drauf ist, habe ich mir noch eine Hähnchenpackung geholt, die ich da jetzt mit drauflegen werde, ja, wegen Eiweiß, wenig Fett, nur Kohlenhydrate ist halt scheiße. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Headlock auf! So, wir haben einen Post über Facebook rausgehauen, beziehungsweise der gute Franz, wegen Community-Treffen um 15 Uhr. Hier vor dem WWE-Logo, denn viel mehr als ein Logo, so Logo gibt es hier großartig nicht. Und ja, ich glaube, so viele Leute werden uns hier heute nicht erwarten. Wieso bist du so groß? Mein Papa hat sich Mühe gegeben. Video Vitamins und so, wa? Warte, das passt voll, ne? Also mein Kopf passt genau rein. Nee, eher nicht. Thank you.
So, es gibt wieder Essen für die Jungs. Ja, es gibt Jungs. Hier. Es gibt hier. Fettige Bockwurst. Bockwurst mit Brötchen. Ja. Ja. Für mich gibt es heute sowas nicht. Bei mir gibt es kein Kost. Brötchen. So, Freunde. Wir sitzen jetzt hier ganz gechillt am Strand, mehr oder weniger. Wir haben auf jeden Fall hier Sand hingekippt. Ja, lass uns hier die Sonne erstmal ein bisschen auf den Wanz scheinen. Und haben wir nötig, ja. Wir Käsemänner. Die Käsemänner. Und auf jeden Fall haben wir jetzt gleich noch einen Termin. Und ja, können uns jetzt noch ein bisschen ausruhen bis dahin. Wir können hier den schönen Ausblick genießen hier. Naja, ich habe schon schönere gesehen. Aber was will man machen? So, ich bin jetzt wieder zurück in Hilden. Ich muss jetzt noch ein bisschen was einkaufen, es ist schon 20 Uhr. Und ich muss noch Abendbrot essen, denn das, was auf der Gamescom war, das, was ich ja gegessen habe, war ja nun nicht der Hit. Und ja, da ich in letzter Zeit ziemlich fett geworden bin, werde ich jetzt versuchen, mich demnächst wieder ein bisschen besser zu ernähren. Und deshalb gibt es für mich jetzt erstmal ein paar gute Gurken. Also ein... Alter, wie groß ist denn die? Ist ja so groß wie mein. Ja, und dann... wenn wir ein paar Tomaten nehmen, nehmen wir gleich so eine kleine, die kann ich ja gleich reinschmeißen, brauche ich die nicht schnippeln. So, dann nehmen wir noch Harzkäse mit. Ja. Harzkäse hier, 29 Gramm Eiweiß und 0,5 Gramm Fett. Jetzt kommt ihr. Cause the play's gonna play, 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 play. And the hand's gonna hey, 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 hey. And the arm's gonna shake, shake, shake. Shake it off, shake it off. So, Freunde, jetzt habe ich für morgen eingekauft und für heute Abend. Und jetzt gehen hier ausgerechnet, jetzt gehen hier die Glocken. Ja, ich habe Oculus gespielt, beziehungsweise das Ding auf und so einen komischen Gürtel, habt ihr ja gesehen. Da war ich drin und das war eigentlich auch so mein Ziel. Ich wollte eigentlich bloß mir mal Oculus aufsetzen, mal gucken, wie das so ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht auch eine Einstellungssache, aber ich habe die... Ja, den Bildschirm an sich, also man hat halt gesehen, dass es so ein Raster ist oder dass man halt einen Bildschirm vor den Augen hat. Es reagiert relativ schnell, also du fühlst dich halt wirklich so ein bisschen wie da drin. Dann war das noch verbunden mit so einem Laufen, das war nicht ganz so gut, weil das nicht so schön geschlittert ist, sage ich jetzt mal. Ist natürlich alles noch in der Entwicklung. Weiß ich nicht, so sieht es auf jeden Fall aus oder so fühlt es sich an. Das mit Oculus war schon ganz gut. Wenn man das richtig einjustiert, dann glaube ich, ist das eine feine Sache. Ja, morgen auf jeden Fall geht es weiter. Und da habe ich ja das Interview mit Daniel Bryan, worauf ich mich sehr freue. Ja, und dann werden morgen wahrscheinlich ein paar mehr Leute da sein, was natürlich ziemlich stressig wird. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich werde auch wieder diese Kamera hier zum Vloggen nehmen. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, was ihr vielleicht gerne auf der Gamescom sehen wollen würdet, falls ihr da seid oder nicht. Schreibt es alles mal unten rein. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal und ciao.